Und dann wäre enttäuscht, dass im Herbst 2020, wie das sich geändert hat, mit all diesen strengen Maßnahmen. Und ich erinnere mich, im November 2020, dass wir hatten wirklich keine Chance mehr, Demos zu machen. Sie erinnert das. Und egal, wer versucht das, haben jede Ärger, Demoverbot und Schikane von der Stadt und der Beamten bekommen. Das war sehr hoffnungslos. Ja, das war richtig schlimm. Was sollen wir mal machen für unsere Freiheit? Und mit dem Anfang von dem Montagsspaziergang, das war richtig Aggressivität, das wir haben bekommen. Also wer war dabei im November vor 3 Jahren? Das war richtig schlimm, was wir haben erlebt. Also einige Leute waren sogar zerschlagen. Ja, und also auch am Anfang 2021 in den, ich sag's das Wort schnell, 621 Orga-Team. Niemand hat sich getraut, Demos mehr zu veranstalten. In Heidelberg dann, in April 2021, hat eine 13 Jahre alte Junge, kennt ihr die Geschichte? Ich weiß nicht, wie viele Mannheimer kennen das. Ein 13 Jahre alter Junge hat mich angerufen und gesagt, kannst du mich helfen, ein Demo zu veranstalten? Ich habe ihn in Kontakt mit ein paar Leuten, die haben Erfahrung gebracht und seine Mutter hat alle die Anmeldungen und Gespräche mit den Behörden gemacht. Und diese Demo hieß einfach Eltern- und Kind-Demo. Das war, um dass Familien können da austauschen über die Maßnahmen, insbesondere, wie das die Kinder in die Schulen getroffen hat. Das war bekannte Redner von Eltern stehen auf. Und was ist passiert? Den Abend vorher kamen die Beamten zu dieser Familie zu Hause und haben das verboten. Und die haben Platz für die Weiß. Nur für ein Eltern-Kind-Demo. Es war einige Unterstützer, einige Leute, die wollten dabei, die sind trotzdem zu dem Platz gekommen. Die waren getroffen von einer großen Anstimmung von Polizei mit Hunden. Es war richtig schlimm. Und das ist Familien, die wollten über einiges, ja, diskutieren über die Maßnahmen. Also, das war wirklich so ein Zeit, dass in Frühling 2021 niemand traute sich mehr, Demos zu machen. Also, erinnert euch das? Ich denke, es ist wichtig, wir denken daran, wie das war damals, weil jetzt ist alles so locker, aber wir haben gekämpft für diese Freiheit, um Demos zu machen. Und zu mir, es war ein Gefühl, wie wir waren unter ein Sonnenfinsternis verdunkelt worden. Also es war, als ob die Freiheit war langsam Stück für Stück von uns weggenommen. Ich weiß nicht, ob ihr alle mich zuhört. Ein paar Leute haben ihr eigenes Unterhaltung da. Bitte, dass man ein bisschen Rücksicht gibt. Ja, also erinnert euch an diese dunkle Zeiten damals, diese Hoffnungslos-Zeiten. Also, da komme ich an den Punkt. Ja, wir alle haben keinen Mut mehr, weiterzumachen. Und dann, an den 1. Mai 2021, ist ein Typ aufgetaucht, plötzlich, die keiner von uns gekannt hat, mit großem Mut, und hat angefangen, Demos in unserer Region anzumelden. Und ab Juli 2021 hat er regelmäßig Demos in Schwetzingen, in Mannheim, in Heidelberg, in Speyer, sogar Karlsruhe veranstaltet. Und er hat uns wieder in die Straßen gebracht und hat uns wieder Mut gegeben.
richtig, weißt du, wenn alle gehen in so eine Unmut zusammen, wenn es wichtig ist, jemand kommt und weckt uns auf. Und dieser Typ hat Dezember 2021 hat er regelmäßige Montagsdemos in Mannheim gemacht, beide im Januar 2022 gemacht. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, weil ich war nicht bei dieser eine, war bis 2000 Leute hier. Und wer war dabei damals? Einige Hände. Okay, 1300. Sorry, wie mehr als mir. Okay, so gut wie ich verstehe, ich glaube, ich erinnere, er war der, der hat richtig Platz immer wieder gegeben für den Arzt Gunther Frank, der jetzt in Deutschland weit bekannt ist. Und er war der Erste, er hat der Mikrofon zu Ziermacht von Ida gegeben. Und so hat Ziermacht mehr gesagt. Ihr alle kennt Ziermacht, oder? Heidelberg? Ja? Und das ist, was Ziermacht die Mut gegeben hat, um sein eigenes Initiativ Ida mit 200 Leuten zu tun. Gucken. Und so ist Ida geboren. Das hat so viel bewegt in der Welt. Und wir sind die Nachfolger von Ida. Wir haben hier Mittwoch der Mosse genommen. Also, dieser Mann hat Mut zu uns in dieser Region gebracht, in dieser Platz. Gerade in dieser Platz. So Leute, also ich möchte, dass ihr dran denkt, was hätte passiert, wenn ihr ihn nicht hatten, um uns wieder aufzuwecken. Also, er hat was Großartiges gebracht. Und ich möchte mit großer Riesenfreude ihn wieder hier bringen, der Achim Open Gesellschaft Kurpfalz. Bravo!